Ja, hallo zusammen, ich freue mich, euch wieder zum whatcom.de Wochenrückblick begrüßen zu dürfen. Diesmal mit den Themen vom 3.2. bis zum 9.2. Wir starten mit dem Entwicklertagebuch vom 3.2. und da wurde gesagt, dass der T23, von dem wir ja schon auch ein paar Leaks gesehen haben, nicht als normaler Premium-Panzer verkauft werden wird. Das heißt, dass dieser eventuell irgendwie auf irgendeinem Weg entweder verlost wird oder für eine Mission oder Aufgabe dann erfüllt wird. Da kann man natürlich gespannt sein und schauen, was da noch passiert. Als nächstes, der T23 wird auch in der Xbox-Version enthalten sein. Dafür gibt es auch schon die ersten Daten, die sind von der offiziellen Seite. Hier ist es dann ein Tier 7 mit 1440 HP, 500 PS Motor, 56 km/h, also schaut nach einem sehr interessanten Panzer aus. Die genauen Werte könnt ihr natürlich alle selber nachlesen. Für alle, die auf die Xbox-Version warten, am 12.02. ist es dann für alle soweit. Da darf dann jeder mitspielen, nicht nur die Beta-Tester. Also dementsprechend könnte sich hier jeder, der Xbox Live Gold hat, freuen, weil dann ist dieses Spiel kostenlos und dann kann man WoT für die Xbox zocken. Das Entwicklertagebuch am 4. Da hat SERP bestätigt, dass es in der Zukunft möglich sein wird oder Möglichkeiten geben wird, direkt vom Client zu streamen. Das ist natürlich für die Twitch-Streamer sehr interessant, dass sie da hier in Zukunft sozusagen direkt aus dem Spiel heraus loslegen können. Ist natürlich eine Erleichterung und natürlich für die Spieler unter uns auch sehr schön, dass man hier dann da natürlich vielleicht eine Mehrzahl von Streamern sehen wird. Dann natürlich Änderungen vom Testserver. Und hier wurde gesagt, dass der Patch wohl am 11.02. veröffentlicht werden soll. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann am Mittwoch, den 12. damit rechnen dürfen, dass wir dann auch loszocken können. Es gab ein paar Zahlen und Fakten aus World of Warships aus dem Jahr 2013, dem Closed Alpha, dem Closed Alpha Test. Und eine der Sachen, und es sind ganz lustige und interessante Details dabei, eine ist eben, wenn alle Schiffe, die an der Alpha teilgenommen haben, eine Reihe bilden würden, würden diese die Distanz von New York bis Paris überbrücken. Ist zwar natürlich jetzt nicht wirklich wichtig zu wissen, aber es sind ein paar schöne, interessante Zahlen dabei. Für alle, die auf World of Warships warten, gab es auch ein nettes kleines Video. Dieses Q&A-Video könnt ihr natürlich direkt hier auch auf der Seite finden. Dann das Thema Entwicklertagebuch am 5.2. Hier ist dann gesagt worden, dass aktuell kein separater HD-Client geplant ist, sondern praktisch dieser eventuell später eingeführt wird, wenn die Patches dann zu groß werden. Also wenn natürlich eine gewisse Anzahl überstiegen wird, dann können wir mit einem separaten Client rechnen. Aktuell werden aber die HD-Modelle in den normalen mit eingebaut werden. So, das Entwicklertagebuch am 6. Für alle Fans und Freunde von Coumarin eine schlechte Nachricht, für alle Hasse eine gute Nachricht. Coumarin wird wieder neu überarbeitet werden oder eventuell sogar komplett entfernt. Ist einfach wohl aktuell zu statisch und zu viele Draws oder auch ein Ungleichgewicht. Deswegen muss hier nochmal Hand angelegt werden. So, dann gibt es ein schönes kleines Event. Da darf man DeFrom, dem deutschen Kontributor, danken. Der hat nämlich sich die Mühe gemacht und ein Offline-Event auf einer Burg geplant. Das heißt, für jeden, der interessiert ist, mal auch ein paar der Spieler nicht nur in ihrem virtuellen Panzer zu sehen, sondern auch sozusagen Gesicht von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Der hat hier die Möglichkeit, am 22.03. ist es soweit, und dann da dementsprechend die Leute zu begegnen. Es gibt noch ein paar wenige Restplätze. Wenn ihr hier also dabei sein wollt, dann schnell. So. Natürlich, das Thema Trollplatoon oder Trollzüge gibt es immer wieder, und hier ist jetzt was gesagt worden, dass es in Zukunft auch bestraft werden soll. Wenn man also praktisch mit einem beispielsweise Tier 1 Panzer zusammen mit einem Tier 9 Panzer einen Zug bildet, dann werden beide weniger XP und Credits erhalten. Es wird auch eine Nachricht kommen, wenn man so einen Zug bildet, dass eben genau das passieren wird. Soll natürlich auch das Thema Abuse etwas einschränken. Dann gibt es noch was für alle Leute, die das Video heute bzw. also am Sonntag sehen, dann ganz schnell. Es gibt nämlich noch eine Gewinnmöglichkeit, wobei es in Summe 5 Bonuscodes geben wird. Es wird jedes Medium einbezogen, wo whatcom.de aktiv ist, und zwar einmal natürlich das whatcom.de eigene Forum, dann die Facebook-Seiten von Alcaramba und von whatcom.de, natürlich hier die Seite direkt.
und auch YouTube. Das heißt, ihr seht genau, was ihr machen müsst, um die Codes bzw. am Gewinnspiel teilzunehmen. Dann einfach hier dem Ganzen folgen. Das Entwicklertagebuch am 7.2. Da ist eine große Änderung verkündet worden, und zwar, dass es bald kein Battle Tier 12 mehr geben wird. Das wird nämlich in 0811 dann entfernt werden. Battle Tier 12 ist praktisch ein reines 10er Tier 10 Gefecht. Und der Nachteil natürlich für die Panzer ist aktuell dann so, gerade die Tier 8 Panzer werden also dann deutlich häufiger auf Tier 10 Panzer wahrscheinlich treffen, als es derzeit der Fall ist. Warum das so gemacht worden ist, ist recht simpel, weil die T8 Panzer mittlerweile teilweise eine recht lange Warteschlange haben, und um diese zu umgehen, wird das so gemacht, dass man schneller mit dem Matchmaking und dem Battle-Tier dann da zurande kommt. Wie das natürlich dann im Spiel selber sich auswirkt, müssen wir dann erstmal abwarten. Das Entwicklertagebuch am 8.2. Das ist eine kleine, aber feine Änderung, dass dieses Jahr noch kommen soll, und zwar, dass auf der Minimap die Panzernamen stehen. Das ist natürlich eine Erleichterung, dass man einfach auf der Minimap sich leichter orientieren kann, als es derzeit der Fall ist. Diese Mod bzw. diese Idee gibt es natürlich schon in einigen Mods, und wahrscheinlich ist dieses hier aufgegriffen worden. Und das Entwicklertagebuch am 9.2. Da ist gesagt worden, dass es mit 9.1 oder 091, wie man es immer definieren will, eine neue Mechanik eingeführt wird, die dafür sorgt, dass AFK-Spieler und solche, die sich kaum bewegen, beziehungsweise keinen Schaden machen, jeweils 0 XP und Credits bekommen. Das soll natürlich das Thema AFK deutlich reduzieren und wird es wahrscheinlich dann auch machen. Das ist eine sehr sinnvolle Änderung, wie ich finde. Und die könnt ihr natürlich aber auch gerne jetzt hier in den Kommentaren selber auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Das war es dann auch vom whatcom.de-Wochenrückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über einen Daumen bzw. ein Abo freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.